Den dreckigen Hitmarker, Mann! Hitmarker! Mann, eine Scheibe Toastbrot ist besser, Mann! Als diese bekloppte Waffe, ey! Ihr glaubt mir nicht, ich schalte jetzt um zu einer Scheibe Toastbrot, das kann nicht wahr sein hier. Ballistic Knife bringt nichts, Ballista bringt nichts, es bringt auch kein KSG oder Shotgun was, alle machen einen verdammten Hitmarker. Deshalb benutze ich jetzt den Toaster hier. Nimm das Toast in die Hand und dann werde ich mit einem Toast erschlagen, du Spast, ey. Komm her, ich hab das Toast, Alter! Ich geb dir Klatscher! Das magische Toast, Mann! So! Das Toastbrot gewinnt den Kampf. Das magische Toast an die Macht! Toastbrot for the win! Komm her! Ich geb dir Klatscher mit Toastbrot! Weißbrot erschlägt dich! Stummgewehr versus Weißbrot. Weißbrot gewinnt. Komm her, du Lappen. Du hast keine Chance gegen das Weißbrot. Kommando Knife mit Weißbrot. Wo bist du? Komm her. Komm her, du. Er ist schon tot. Das Toastbrot gewinnt den Kampf. Mann. Jetzt mal ehrlich, Leute. Das kann nicht wahr sein, ne? Ihr kennt das immer. Zig Hitmarker ohne Ende in dem Spiel. Und wie viele Granaten werfen die denn hier? Bei Call of Duty Ballista stehst vor einem Hitmarker, machst dreifach Wallbang durch drei Wände durch One-Shot. Wo ist die Logik? Remington, du stehst direkt vor einem, du erschießt auf den drauf. Hitmarker, du stehst 10 Meter entfernt, machst einen One-Shot. Wo ist da die Logik? Toastbrot, ich geb dir Klatscher gegen Kopf, du stirbst. Das ist Logik auf jeden Fall. Mann, Leute. Toastbrot, ey. So, ich verwende jetzt einen Hammer von Thor. Ich hab... Das Toastbrot war schon stark genug, aber jetzt nämlich ein Hammer von Thor. Von der Marvel-Figur. Der ein oder andere kennt vielleicht Marvel. Ja, komm her! Bam! Ja, das war's für dich, ne? Bam, Junge! Ist natürlich ein richtig geiles Easter Egg, der Hammer von Thor. Mit Fettblitze und so weiter. Also haben die richtig geil gemacht. Komm! Ja. Ja, das Video neigt sich dem Ende zu und wenn ihr doch ein begeisterter Abonnent von mir seid, unterstützt mich doch mit einem Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und ich würde sagen, jetzt kommt der Sniper-Kill, Wallbang, Bam, Ruhige Hand, Doppel-Wallbang. Ja, und ich zeige euch einmal kurz, wo der Gegner war, der saß hier. Und noch einmal von meiner Perspektive aus. Und noch einmal von seiner Perspektive aus. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig geiler Sniper-Kill. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Bis dann, euer Mr. Adi, haut rein und ciao.